Moin, moin, moin Leute, heute gab es einen zweiten Trailer für F1 2017 und ich würde sagen, ohne große weitere Worte sehen wir ihn uns jetzt an und danach sage ich noch kurz was zu dem präsentierten Fahrzeug. Und jetzt noch ein paar Worte zum Fahrzeug, was ich schon fast als Legende sehen würde. Nicht nur, weil Sebastian Vettel seinen ersten von bislang 4 WM-Titeln damit geholt hat, sondern vor allem wegen der unglaublichen Geschwindigkeit, die dieses Fahrzeug zum Ende der Saison hin erreichen konnte. 2011 gab es ja den angeblasenen Diffusor, den sogenannten Blown Diffusor. Und das war ein System, welches 2010 schon von Red Bull zum Ende der Saison hin beim RB6 eingebaut wurde. 2010 gab es allerdings auch ein System, welches 2011 dann verboten wurde, nämlich den Doppeldiffusor. Der war 2009 und 2010 entsprechend durch das Reglement legitimiert. Und das Krasse ist, dadurch, dass es 2011 keinen Doppeldiffusor mehr gab und 2010 der Blown Diffusor eigentlich nur in so einer Anfangsstufe war bei vielen Teams und Red Bull, wir wissen, wie gut die den angeblasenen Diffusor 2011 hinbekommen haben, die haben den schon 2010 recht weit gehabt und dadurch, dass diese beiden Systeme kombiniert werden in diesem Fahrzeug, hat das Auto einen unglaublichen Abtrieb und dadurch eine unglaublich gute Fahrbarkeit und kann teilweise sogar aktuelle Formel 1 Wagen, die ja als die schnellsten aller Zeiten angesehen werden, in der einen oder anderen Kurve immer noch besiegen und das ist wirklich Wahnsinn. Ich freue mich extrem auf das Auto, Leute. Das ist wirklich ein Auto. Ich hätte nicht gedacht, dass man den bekommt. Ich hätte mir den schon sehr gerne gewünscht. Und wir bekommen ihn jetzt auch. Das ist geil. Aber ich dachte, ja, wahrscheinlich ist er ein bisschen zu neu. Aber ey, Leute, wir bekommen ihn. Der 2010er Red Bull. Ich glaube, da haben wir auch auf jeden Fall nochmal einen weiteren Grund, sich zu freuen auf das neue Spiel. Ansonsten stay tuned. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, gern ein Abo dalassen, wenn ihr neu seid oder so. Und ansonsten gern ein Däumchen nach oben da lassen, wenn ihr viel Spaß beim Video hattet und das Ganze auch recht informativ fandet. Also Leute, freuen wir uns auf F1 2017. Euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut!